Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Vibes, Bilder von Bitches und Queens. Von Bitches und Queens. Hallo Vero. Hallo. Ab heute sind wir zweistellig. Wir sind bei der 10. Folge Vibes Bilder angekommen. Ja! Der erste Runde Folgengeburtstag. Alles Gute zum Folgengeburtstag. Danke dir auch. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja, wir schreiben oder besser gesagt sprechen Juli im Jahre 2021. Es ist schon wieder eine Premiere für uns. Wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern wir sitzen in unterschiedlichen Bundesländern. Ja, und wir sehen uns per Video. Schauen wir mal, wie das klappt. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Am anderen Ende der Videotelefonie hören wir die bezaubernde Stimme von Stephanie. Hallo. Mein Name ist Vero. Und falls du uns heute zum ersten Mal zuhörst, wir stellen hier jede Folge ein Vibesbild vor, das im historischen Kontext möglicherweise als Queen, möglicherweise als Bitch abgestempelt wurde. Möglicherweise hast du auch noch nie von ihr gehört und wir dürfen dir einen bescheidenen Einblick in ihr Leben schenken. Im zweiten Teil unterhalten wir uns immer über ein Thema, welches von dieser Bitch Queen inspiriert wurde. Das hast du wunderschön zusammengefasst, liebe Vero. Ich habe mich bemüht. Genau so ist es. Beim 10. Mal haut's auf einmal hin. Jetzt wissen wir endlich, was wir hier tun. Und heute bin ich wieder dran, jemanden der lieben Stephanie vorzustellen. Und ja. Ich würde fast vermuten, dass du sie noch nicht kennst. Also mir zumindest war sie bis vor kurzem auch noch kein Begriff, aber das hat nichts zu bedeuten. So, mal schauen. Oh, ich bin schon gespannt. Du bist schon gespannt, wie immer. Das freut mich, dass ich dich immer noch bei Spannung halten kann. Ja, es ist fast unerträglich, die Spannung, der du mich immer aussetzt, bis endlich du mir erzählst, über wen du redest. Ja, auf los geht's los, oder? Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Eberstochter. Zur 10. Folge lade ich dich wieder einmal ein und hole dich ins 18. Jahrhundert zurück, in ein Land, wo wir uns bisher noch nicht aufgehalten haben. Aha. Wir befinden uns in Indien. Wieder einmal wissen wir über ihre genaue Herkunft, Geburtsname, Geburtsort und Datum nichts Genaues. Vermutlich wurde sie zwischen 1750 und 1753 geboren. Der erste Name, den man von ihr findet, lautet Fasana. Bekannt ist sie als die Begum Samru oder die Begum. Außerdem wird sie auch noch den Namen Joanna erhalten. Jetzt ist sie aber noch ein Kind und heißt für uns der Einfachheit halber einfach schon mal Fasana. Es gibt unterschiedliche Versionen ihrer Kindheit. Ihr Vater könnte ein arabisch-muslimischer Adliger gewesen sein, der dann entweder verarmt oder verstorben ist. Ihre Mutter vielleicht eine seiner Frauen, die zuvor Tänzerin oder Sexarbeiterin gewesen ist. Ich breche mein Pattern also noch immer nicht. Du bleibst da dran, ja. Da ihre Mutter aber nicht die Primary Wife sozusagen war, musste sie mit Fasana zurück auf die Straße. Entweder war die Mami gezwungen, wieder in ihr altes Leben zurückzugehen, vielleicht musste sie Fasana auch verkaufen. Vielleicht fand sie auch einfach in einem gewissen Hause Zuflucht. Man kann aber davon ausgehen, dass Fasana irgendwann zwischen 6 und 10 Jahren an ein Haus der Kurtisanen kommt. Alleine dann, oder? Jein, das wissen wir nicht genau. Okay. Jetzt in diesen jungen Jahren schon wird sie als sehr schön aussehend beschrieben. Na servus. Das Tanzen, was ihr dort beigebracht wird, gilt übrigens nicht als obszön oder so sexualisiert, sondern es ist ein sehr ehrenhafter Beruf und sie wird dort ein sogenanntes Nudge Girl, also übersetzt ein tanzendes Mädchen. Fasana ist 14 Jahre alt, als ein europäischer Söldner sie erblickt. Sein Name Walter Reinhardt, der Schlachter von Patna. Oh Gott. Walter, ja. Was tust du? Walter, was tust du? Seine genaue Herkunft ist übrigens auch umstritten. Deutschland, Schweiz, Luxemburg oder Österreich. Sagen wir Spaß halber mal, er kommt aus Österreich. In meinem Kopf wird das ganz gut passen. Das nächste Mal, dass da irgendwie ein Grazer auftaucht in deinen Folgen. Naja,
Stimmt, gehen wir mal davon aus, das ist der Walter Reinhardt aus Graz. Einen so Walter Reinhardt aus Graz, ja genau, wie bei Cursing, jetzt können wir wieder Schnapsal trinken. Stimmt, ja. Einen Walter Reinhardt aus Graz findest du vielleicht auch heute noch im Herold, da auf der Website. Außerdem hat er sich aufgrund seines Wesens den Namen Walter Reinhardt Sombre verdient. Sombre oder Somba, also so viel wie der Finstere, der Düstere. Mhm. In Indien, Afghanistan, Kaschmir regieren übrigens seit dem 16. Jahrhundert die Mogul oder das mogulische Imperium. Die Briten und Europäer sind aber mittlerweile schon im Lande und machen sich quasi schon bereit zur Kolonialisierung. Der 45-jährige Söldner Walter, wie man seinem Beinamen schon entnehmen kann, war also ein sozusagen erfolgreicher, unter Anführungsstrichen, Kämpfer, der dort aufs Schlachtfeld zog, wo es Cash zu holen gab, wo die Marie war. Ja. Mal auf der Seite der Briten und dann hat er die Seiten gewechselt und hat die Briten geschlachtet, wieder unter Anführungszeichen, für die Seite der Bengalen. Also mal für die Franzosen, mal für die Jets, also das waren auch Inder, whoever was paying him. Okay. Und seine Namen lassen darauf schließen, dass er ziemlich brutal ist. Ja, also gerade gegen die Briten dürfte er eine große Menge an Männern auch schon getötet und ermordet haben. Aber legalerweise auf dem Schlachtfeld. Ein legaler Tod, naja. Alter. Und er hatte eine Söldnerarmee von 2000 Mann. Das war ein Multikulti-Militär. Die kamen aus Frankreich, England, Deutschland, Portugal, Schottland, Italien, Armenien und Indien, wobei es vorrangig europäische Offiziere und indische Soldaten waren. Außerdem hat Walter auch schon eine Frau und einen Sohn. Walter trifft also jetzt auf unsere schöne Fasana. Ja, hallo, schöne Frau. Die, wie oft überliefert, übrigens auch nicht sonderlich groß war. Sie wird Zeit ihres Lebens nicht größer als etwa 1,41 Meter. Mhm. Side Note, in einem Video weist eine Vortragende darauf hin, dass zwar oft von HistorikerInnen erwähnt wird, wie klein und schön Fasana war, also auf Äußerlichkeiten eingegangen, aber sie war nicht nur ein pretty face, sie konnte 4 Sprachen sprechen, Urdu, Persisch, später auch Französisch und Englisch, und war blitzgescheit, konnte gute und schnelle Entscheidungen treffen und ist auch sehr lernwillig. Wieder unterschiedliche Überlieferungen. Entweder willigt Fasana jetzt freiwillig ein, die Bibi von Walter zu werden, oder er straight up kauft sie, aber sie landet auf jeden Fall jetzt einmal bei ihm. Mhm. Mit Bibi ist gemeint ein offizieller Gspusi sozusagen. Ah ja, okay. Hier erhält sie jetzt übrigens auch den Namen Begum Samru. Begum ist persisch so viel wie Ehefrau, aber auch ein Titel für Adelige oder ein Titel für Frauen mit hohem Status, hoher Machtposition oder für Frauen mit viel Einfluss. Punkt, Punkt, Punkt. Samru ist quasi indianized aus dem Wort Somba oder Sombre geworden, was sie von Walter übernommen hat. So, sie ist jetzt bei ihrem Walter und das Söldnerleben interessiert sie, gefällt ihr auch. Sie lernt Reiten, Schwertkampf, Strategie, Kriegsführung und wie man eine Armee kommandiert, denn sie will mit ins Militär. Mhm. Ihr Leben bewegt sich jetzt quasi von der Tänzerin zur Kämpferin. Und weiß man irgendwas, wie es ihr mit diesem Walter geht, ist das irgendwie was, wo sie, eben sie interessiert sich jetzt für seine Sachen, ist das was, wo sie aufblüht und sich wohlfühlt oder ist sie da irgendwie? Ja, in dem Beruf blüht sie schon auf. Man muss halt dazu sagen, er war 45 und sie war 14. Also, ja, okay. Ja. Es dürfte ihr auf jeden Fall einen Wegweiser gegeben haben, den sie unter anderen Umständen nicht bekommen hätte. Und sie hat diese Möglichkeit ergriffen. Ja. Mhm. Also sie hat diese Chance genommen. Walter ist mit dem Schah Alam II., dem derzeitigen Regenten, befreundet, seit er die Briten sozusagen zermetzelt hat und kämpft jetzt auch die meiste Zeit für ihn an der Seite der Mogul und die Begum auch.
Sie war wohl eine echte Sehenswürdigkeit, denn einerseits ist sie eine Frau, die exzellente Reitkenntnisse und Kampfstrategien drauf hat. Andererseits macht sie mit ihrer Körpergröße auf dem Pferd oft einen Turban tragend auch einen ordentlichen Eindruck. Faked sich der Größe. Nein, es ist, also Turban ist einfach ein männliches Attribut. Also ja. sie hat sich einfach in Männerkleidung auch begeben, um da mitzureiten und mitzumachen. Es war nicht so typisch, Frauen auf dem Schlachtfeld zu sehen. Ja, klar. Ich habe gerade gedacht, dass sie so, weil sie so klein ist, so einen extra hohen Turban sich gemacht hat, damit sie so groß ist wie die anderen. Na, selbst, also mit 1,41, also ja, früher waren Menschen wohl auch insgesamt kleiner, aber mit 1,41 ist sie doch noch eine der kleineren gewesen. Ja. Und da hat der Turban auch nicht viel geholfen. Aber sie dürfte schon Eindruck gemacht haben, eben da mit dem, wo sie da oben sitzt und mit ihren 1,40 oder 1,41, die sie gehabt hat und dieses Schwert schwingt und diesen Turban aufhat und ganz vorne am Schlachtfeld mit dabei ist. Ja, Wahnsinn. Sie hat sich auch einen ordentlichen Ruf aufgebaut und manche Soldaten kannten folgendes Gerücht von ihr. Viele Gegner glaubten zu wissen, dass sie eine Hexe sei, die dich umbringen kann, indem sie ihren Schleier auf dich zuwirft und wenn ihr Schwert nicht trifft, dann wird dieser Schleier dir dann dein Leben nehmen. Also, dass sie dich umbringen kann durch ihre Witchcraft, wenn es das Schwert nicht, das Schwert nicht schafft. Die hatten echt Angst vor ihr. Ah, super. Das ist so geil, dass Frauen immer gleich so Zauberkräfte haben, wenn sie mal irgendwo was zu sagen haben, ne? Oder mal Macht haben. Der Feminismus ist eine sozialistische, antifamiliäre, politische Bewegung, die Frauen dazu bringt, ihre Männer zu verlassen, ihre Kinder zu töten, Hexerei zu betreiben, den Kapitalismus zu zerstören und lesbisch zu werden. Ja, aber das hat ja eben schon auch geholfen, dass die Leute eben so Angst vor ihr hatten, dass die ja wirklich teilweise, wenn die mitbekommen haben, oh nein, da vorne sitzt die Bägern, ich muss umdrehen, because I'm gonna die. Also die hatten wirklich Todesangst, ja. Ja. Die Begum und Walter kämpften sich sehr erfolgreich durch die Gegend und ich spule jetzt mal eine Zeit lang vor. Der Schah ist einmal so impressed und dankbar gewesen, dass sie so erfolgreich für ihn kämpfen, dass er dem Walter Ländereien schenkt. Und diese Ländereien, das ist ein Staat namens Sardana. Er wird dort auch ziviler und militärischer Gouverneur von Sardana. Er regiert das Ding und das ist auch ziemlich geil für die Begum. 1787 stirbt jetzt Walter eines natürlichen Todes. Mhm. Und jetzt können wir gleich wieder Schnapsal trinken, weil jetzt fragen wir uns, who is the next governor von Sardana? Eigentlich wäre er ja jetzt sein Sohn, den ich vorhin kurz erwähnt hatte, dran. Ja, genau. Aber entweder war der vielleicht noch zu jung oder er hatte eventuell auch eine geistige Beeinträchtigung und die Söldnerarmee wollte dadurch nicht, dass er sie anführt. Ah. Wen wollten sie haben? Wollten sie sie haben? Ja, sie wollten Begum. Ja, zu Recht. Cool. Zu Recht, ja, die haben ihr vertraut. Sie war eine Wahnsinnsanführerin. Die Soldaten und Offiziere hatten ihr vertraut und sie wusste auch, sich selbst zu inszenieren, wie ich das vorhin schon kurz beschrieben hatte. Wie alt ist sie jetzt ungefähr? Sie ist jetzt um die 30. Cool, da könnten wir auch schon Staaten haben. Da rein. Ja, und andere Soldaten zermetzeln und ihnen einreden, dass wir Hexen sind. Ja, da ist irgendwas ist da falsch gelaufen bei uns, Vero. Was haben wir nur falsch gemacht? Also sie wird quasi favorisiert von der Armee, von den Söldnern und der Schah bewilligt das auch, nachdem sie so eine Art Petition gestartet hatten und jetzt wird sie wirklich die nächste Regentin von Sardana. Außerdem gibt es noch eine bemerkenswerte Tat von der Begum. Sie selbst hat muslimische Wurzeln, ihr Mann Walter war aber, surprise, surprise, Christ. Ja, Katholik sogar. Katholik, ja. Die Begum hörte selbst anscheinend auch gerne Geschichten von starken Frauen, was sie uns schon mal sympathischer macht. Am besten gefiel ihr die Johanna von Orléans. Und wenn du gut aufgepasst hast, dann kannst du dich vielleicht erinnern, dass sie später noch einen anderen Namen bekommt. Am 7. Mai 1781 konvertiert sie zum christlichen Glauben und lässt sich Joanna taufen. Ah. Oui.
Ihre Beweggründe sind nicht ganz eindeutig. Es kann eine politische Entscheidung gewesen sein. Es kann auch ihr eigenes Glaubenssystem gewesen sein. In jedem Fall hat sie es freiwillig getan und ist somit die bisher einzige katholische Regentin Indiens. Sie hat den Islam aber auch nicht verabscheut. Sie behält einige übliche muslimische Alltäglichkeiten bei. Sie behält eine übliche muslimische Lebensweise bei, beobachtet Feiertage und ist anwesend, feiert aber auch Weihnachten und das 3 Tage lang mit einem riesengroßen Festmahl in dem von ihr erbauten Palast mit geladenen Gästen und einem großen Feuerwerk. Echt? Sie selbst ist beim Essen aber nie dabei. Aber, also sie ist nicht in front of ihrer Gäste, aber wenn die Herren ihre Zigarren rauchen, setzt sie sich in einer europäischen Kutte und Turban dazu und raucht Wasserpfeife. Aha. Sie führt, wie gesagt, die Armee auch weiterhin großartig an, rettet 2-mal sogar das Leben vom Schah und erhält einerseits den Titel Most Beloved Daughter, also die geliebteste Tochter, und andererseits Seb und Nissa, was so übersetzt so viel heißt wie entweder die Zierde der Weiblichkeit oder der Juwel unter den Frauen. Ich habe beide Übersetzungen gefunden. Ich spreche leider kein Persisch, kein Hindi, kein Urdu, gar nichts. Ja, gar nichts. Du suchst dir aber auch immer die schwierigsten Sprachen aus. Nein, ich suche mir die spannendsten Frauen aus. Außerdem erbaut sie die bis dahin größte Kirche in Indien. Und sie hat auch eine beste Freundin, die auch Begum genannt wird. Laut Wikipedia, her only friend. Diese Zeit, ja, she was her only friend. Aber die bleiben anscheinend auch beste Freundinnen bis an ihr Lebensende. Sie besucht sie immer wieder, egal auf wessen Seite sie kämpft oder mit wem jetzt gerade gestritten wird. Die dürfte anscheinend auch Teil ihres Lebens gewesen sein. Das ist vielleicht ein Frauenzimmer. Es klingt alles sehr nett. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie sich das Vertrauen zur Anführerin auch nicht durch immer nur so rosige Dinge erkämpft hat. Sie musste sich ja auch beweisen und hat wohl auch ein Beispiel aus Sklavinnen gemacht in etwa. Da ist die Geschichte so, dass die in Agra ein Feuer gelegt hatten und daraufhin wurden sie ausgepeitscht, in eine Grube geworfen und lebendig begraben. Okay, wow. Ja. Tja, ja. Also sie hat schon noch... Oh Gott. Ja. Sie musste sich eben in einer Männergesellschaft, sage ich jetzt mal, behaupten. Ja. In ihrer Söldnerarmee gibt es natürlich auch einige fesche Burschen. Und da hat sie sich nach dem Tod von Walter auch mal umgesehen. Vor allem 2 sind jetzt interessant. Einer, der heißt George Thomas, ist ein irischer Söldner. Und der wurde auch von den anderen Söldnern und Soldaten respektiert und gemocht. Wir sagen einmal, das ist der Safe Choice. Okay, Thomas, das ist die Safe Choice. Okay, ja. Aber da war noch einer. Aha. Und der hieß Pierre-Antoine Levasseur. Wie du das schon sagst. Ein Franzose und er war die Wrong Choice. Also, der wurde überhaupt nicht von den anderen gemocht. Er galt als arrogant. Er hatte keine ausreichende Erfahrung im Militär. Und vielleicht war er für die Begum der sogenannte Bad Boy. Ja, ich habe auch gerade gedacht. Ja, da gab es zuerst mal eben den George Thomas, wo alle irgendwie damit okay waren, dass er sich diesen Mann sucht. Und dann kam auf einmal der Franzose daher. Der Pierre. Und George Thomas ist aber irgendwie, also der bekommt das auch mit, dass dieser Franzose anscheinend von Interesse ist bei der Begum. Oder Joanna, wie sie mittlerweile heißt. Und räumt das Feld. Er sagt dann, wenn dir der Pierre lieber ist, dann geh ich halt. Dann schleiche ich mich halt. Dann schleicht er sich geknickt und beleidigt von dannen. Geknickt und beleidigt von dannen, das hast du schön gesagt, ja. Denn die Begum hat, wie gesagt, nur Augen für Pierre. Es hat wohl auch was Aufregendes, denke ich mir, denn sie müssen ihre Beziehung eben auch geheim halten. Die anderen finden das so furchtbar, dass die 2 sich mögen. Er kommt ja auch aus dem gleichen Land wie die Johanna von Orléans. Ne? Ja, stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Vielleicht war das auch einer der Beweggründe.
Kommst du auch aus Orléans? Pierre? Oui, oui, ich komme aus Orléans. Alles, alles was du willst. Dass sich sowas nicht schämt. Ja, aber sie heiraten jetzt auch still und heimlich, ohne dass die anderen das viel mitbekommen. Sie dürfen sich nie öffentlich irgendwie zeigen. Es wird sogar lebensgefährlich, sagen wir so. Okay. Für alle zwei. Weil die Armee hassten ihn so sehr und sie quasi mit dazu, weil wie kann man sich als Regentin nur mit so jemandem einlassen? Wer weiß, ob er ihr gegenüber auch so arrogant war. Who knows? Aber sie dürfte ihn wirklich sehr gern gehabt haben. Sie dürfte ihn wirklich sehr geliebt haben. Sie hat ihn ja auch still und heimlich geheiratet. Sie beschließt jetzt nach dieser heimlichen Hochzeit auch still und heimlich mit ihm mitten in der Nacht zu fliehen. Also sie ist bereit, alles für ihn zu verlassen, ihr ganzes Leben für ihn aufzugeben. Literally, denn beide denken sich, es könnte auch schief gehen, dass wir fliehen. Also brauchen wir einen Plan B, falls wir auffliegen. Naja, du brauchst dein hübsches Kopfhörn nicht anstrengen. Die Frauen, sie brauchen immer ein bisschen länger, bis sie es verstehen. Was meinst du, haben sie für einen Plan B? Entschuldigung, ich war kurz von der Fliege hier abgelenkt. Es soll jetzt spannend sein. Ja, es war auch spannend, aber jetzt warte mal. Der Plan, den sie schon hatten, war, dass sie... Der Plan, den sie hatten, war, dass sie mitten in der Nacht fliehen und, dass sie weggehen. Und jetzt brauchen und der Alternative sie einen Plan, mein, falls es... Falls sie auflegen, ja? Was machen sie, falls sie auflegen, falls es schief gehen sollte? Sie gehen gemeinsam in den Freitod. Du bist echt gut, ja. Sie machen einen Selbstmordpakt. Ich hätte gerne jetzt nicht recht gehabt. Oh, ja. Ich habe mir gedacht, so, ob du das erratest, aber du bist halt schlau. Was soll ich machen? Was sagt das jetzt? Da denke ich mir, ich kann dich einmal überraschen, Stefanie. Aber nein, sie errät natürlich alles. Okay, also Plan B ist ein Selbstmordpakt. Sie fliehen mitten in der Nacht, wollen es mit Hilfe der Briten ins französische Lager schaffen. Dort wäre der Pierre quasi nicht so mit Argwohn gesehen, weil er selber auch Franzose ist. Die Begum, Joanna, wird auf einer Sänfte getragen, die wohl aber auch leicht genug war, dass noch eine weibliche Begleiterin drin Platz hatte. Und Pierre reitet vor ihr auf seinem Ross. Also sie reiten und sie laufen und sie sind noch nicht sehr weit. Raus in die tiefe Nacht und auf einmal Pistolenschüsse. Ja. Dann der Aufschrei einer Frau. Pierre dreht sich samt seines Pferdes um, zurück zur Sänfte, sitzt noch am Pferd und sieht die Bägern drinnen in dieser Sänfte blutüberströmt. Die Bägern hat Schüsse gehört, glaubt, ihr Lover Pierre ist erschossen, Mann. Hält ihr Wort, nimmt ihr Messer und sticht sich in die Brust. Nein. Pierre sieht sie, zieht ohne zu zögern seine Waffe und schießt sich in den Kopf. Oh, das ist ja Romeo und Julia. Ja, es ist wirklich. Okay. Pass auf, er saß noch am Pferd, er hätte locker fliehen können, but a deal is a deal. Er sieht sie, blutüberströmt, er nimmt die Waffe, hält sie gegen den Kopf und ist sofort tot. Begum, on the other hand, und jetzt kommt der richtige Romeo und Julia-Moment, sie hat eine Rippe erwischt und ist noch nicht tot. Oh Gott. Sie wird von der eigenen Armee gefangen genommen, aber hat überlebt. Mit Hilfe von Lord Friendzone George Thomas, der Ire. Lord Friendzone. Mit seiner Hilfe kommt sie nach einer Woche wieder frei. Also sie ist jetzt gefangen genommen und hätte auch kaum überlebt, weil ihr wurde Wasser und Essen verwehrt. Sie durfte ihre Wunden nicht behandeln. Sie hatte aber diese eine weibliche Begleiterin, die ja aufgeschrien hat, durch die ja der Pierre quasi angelockt war in ihrer Sänfte. Ja. Die hat ihr weiterhin geholfen, die hat sie heimlich versorgt, die hat ihre Wunden versorgt, die hat ihr Essen gebracht.
Und dann hat sie diese Woche überlebt. Und jetzt kommt George Thomas, der Ire, der ursprüngliche Lover, ja, wieder zurück. Nach allem, durch was die beiden durch sind, kommt und, ja, hilft ihr und überzeugt, oh, die Gruppe, dass sie sich ihre Anführerrolle redlich verdient hat. Und danach verschwindet er für immer aus ihrem Leben. Das ist das Letzte, was er für sie getan hat. Oh mein Gott. Na, kannst du dir vorstellen. Ja, aber also die Männer, die sie geliebt hat oder die sie liebten, die sind, haben ja wirklich alles für sie getan. Ne? Ja, Drama. Drama. Das ist echt eine schöne Geschichte eigentlich, oder? So, ja, voll. Real Life Romeo and Juliet. Ja, sie kämpft danach übrigens nur noch wenige Jahre auf dem Schlachtfeld, weil sie checkt nach und nach, dass die Briten kolonialisieren, dass die Indien übernehmen und zieht sich quasi, ich würde mal sagen, hinter den Schreibtisch zurück. Ist von dort aus aber auch nach wie vor eine gerechte und beliebte Regentin. Außerdem adoptiert sie Samrus Enkelsohn, also den Enkelsohn von Walter, von seiner ersten Frau. Ja, ja. Wird zu einer ausgezeichneten Administratorin, zu einer Alliierten der Briten und lässt auch Schulen und Spitäler bauen. Mit 64 Jahren wird ein Porträt von ihr gemalt. Dieses werden wir natürlich auch in die Shownotes geben und auf Instagram stellen. Wahrscheinlich wird auch einer unserer beiden Körper damit verkronenbergt. Auf diesem Bild wird sie aber nicht so schön dargestellt, wie so oft beschrieben. Sie ist ja auch schon 64 Jahre alt, was nichts heißen soll, aber sie wird jetzt nicht jetzt auf wunderschön dargestellt, sondern, ja, sie trägt eine männliche Kappe, diesen Kaschmiri-Schal, der auf ihre Herkunft hinweist, und hält eine Huka in der Hand. Die Message dieses Bildnisses ist, das ist eine Frau von Stärke und Respekt. Die Beziehung, die sie mit den Briten führte, war eine eher komplexe, die teils sehr gut funktioniert hat, weil die Briten sie als Mittelfrau brauchten, um zum Beispiel Offiziere davon zu überzeugen, dass sie sich den Briten anschließen sollten. Teils war diese Beziehung zu den Briten aber auch eher ungewollt, denn trotz ihres eher mitteleuropäischen Aussehens, also anscheinend war sie doch eher von hellerer Haut und hatte dunkle Haare, also sah wohl so ein bisschen italienisch aus, so wurde sie zumindest beschrieben, was auch immer italienisch heißt, aber man kann sich vorstellen, so ein bisschen hellere Haut, dunkle Haare. Trotz diesen Aussehens meinten die Briten, sie wäre nie eine von ihnen. Und eine englische Lady fühlte sich sehr angegriffen, nachdem auf dem Palast, diesen Palast, den sie gebaut hat, ich habe ihn kurz vorhin mal kurz erwähnt, nachdem sie dort eine Art Comic ausgeteilt hat, also so Skizzen, in der die Briten verarscht werden, die kommen da komplett als korrupt rüber. Also es waren so politische Zeitungs-, also so, weiß ich nicht, also die ersten Karikaturen Comics. Halt. Ja, einfach, Karikaturen, ja, ganz, ja, genau, ja. Gab es damals schon, das wusste ich auch nicht, ja. Lustig. Meine Fresse, die war aber mutig. Auch so eine Frau von Eiern, dass sie sich das getraut hat, ihren britischen Gästen, den britischen Offizieren sowas auszuteilen. Und eine englische Lady hat da wohl drüber geschrieben und sich da sehr echauffiert drüber. Ja, nichtsdestotrotz war sie eine Natsch-Tänzerin, eine Bibi, Militärsfrau, Anführerin, Liebende, Crossdresserin und Königin. Also, ja, von der Bitch zur Queen. Ja, ein Wahnsinn. Oh, voll passend in unsere Folge 10. Sie starb, ja, 1836 und wurde in der von ihr errichteten Kirche beigesetzt. Und das fucking rich mit über 80 Jahren. Yay. Die Streitigkeiten um das Erbe von der Begum Samru halten bis heute an. Die Kirche ist übrigens noch zur Gänze erhalten, dort, wo sie begraben liegt, dort, wo auch eine ganz große Statue von ihr zu sehen ist, war vom Christentum natürlich angezogen, aber auch, ja, sie hat sich ja auch nur europäische Männer ausgesucht, also war irgendwo von dieser Kultur, ja, wahrscheinlich, stimmt, auch irgendwo, ja, mit fasziniert. Hat anscheinend auch mit dem Papst geschrieben oder an ihn geschrieben. So, hallo, ich baue jetzt mal eine Kirche in Indien. Genau. Ich hoffe, du findest mich cool. Ich bin neu im Verein, aber ich baue mal eine Kirche. Ich hoffe, das passt.
Genau. Der Palast und die Gärten, die sie aber baute und das sie ja mit dem Geld bekommen hatte, was der Schah ihr übergeben hat, nachdem er Walter verstorben ist. Das ist aber mittlerweile nur noch eine, oder nur noch, das ist mittlerweile eine Bank, eine Apotheke, ein Elektro-Secondhand-Laden oder sowas. Oder auch sind anscheinend viele Filmdistributionszentren drinnen. Mhm. Also diese Gärten gibt es gar nicht mehr. Das Interieur dieses Palastes ist aber teils noch vorhanden. Es wurde nur über die Jahre vergessen, was das mal war und wessen Palast das war. Ja. Ja, aber wow, spannende Frau, Anführerin eines Militärs und war auch Königin von Sardana. Ja, spannend. Na wirklich, also stark und cool und erfolgreich in der Männerdomäne und trotzdem auch Geschichten fürs Herzl dabei. Dann würde ich zur 10. Folge gerne diese Episode meiner Schwester widmen, die uns immer ganz fleißig aus Australien zuhört. Ja, Grüße nach Australien, die nämlich einerseits ein großer Romeo und Julia-Fan und andererseits auch ein großer Indien-Fan ist. Also Bollywood-Filme und so habe ich durch sie kennengelernt, sagen wir mal so. Sie hat sich gerne mit mir angesehen. Ja. Diese Folge ist für dich. Es gab wohl anscheinend auch mal Pläne, das in einen Bollywood-Movie umzuwandeln, aber sind bis jetzt noch nicht durchgesetzt worden. Es gibt, lass mich das kurz verifizieren, eine britische Serie, glaube ich. The Begum Samru is depicted as a prominent noble lady in the TV drama series Beecham House, first aired in June 2019. Is a British historical drama television series set in 1759. Okay, das dürfte nicht seit Beginn ihres Lebens sein, sondern da dürfte sie schon Regentin sein. Wurde anscheinend promoted als die Daily Downton Abbey. Weißt du, was ich letztens geträumt habe, Stefanie? So eine Side Note. Ich habe letztens geträumt, pass auf, dass wir miteinander eine Fernsehserie produzieren. Und diese Serie heißt Vibesbilder. Und jede Folge dauert so eine Stunde in etwa. Und in jeder Folge ist ungefähr der gleiche Cast dabei, aber jedes Mal übernimmt eine andere Frau die Hauptrolle. Und dann ist quasi, jede Folge steht für sich, aber alle Frauen, die wir bisher recherchiert hatten, wurden verfilmt und wir waren voll stolz. Ah, das ist aber eine geile Idee. Wir machen natürlich kein Whitewashing in unseren Produktionen. Wir schreiben uns auch nicht immer die ganzen Hauptrollen selber, sondern wir besetzen schon auch andere. Ja, und wir können dann so Hitchcock-mäßig immer irgendwo so einen kleinen Auftritt haben. Ah ja, voll, machen wir das. Eine Cameo. Genau, Cameo. Cameo-Auftritte die ganze Zeit, überall. Egal wo, egal ob Indien, Mexiko. Oder wir nehmen diesen Schrei auf. Wie heißt dieser Schrei nochmal schnell? Kennst du diesen Filmschrei, der in eine Zeit lang für jeden Film, für jede Serie aufgenommen wurde? Und es wurde immer der gleiche verwendet und das gleiche Soundmaterial so als Easter Egg eingesetzt. Kennst du die Geschichte gar nicht? Nein, ach Gott, ich nicht. Das muss ich jetzt fast raussuchen. Wie heißt dieser Filmschrei? Da gab es, ich glaube, das war ein Film aus den 70er Jahren, wo einer über eine Klippe runterstürzt oder irgendwie so diesen Schrei tut. Und dieses Soundmaterial von dem einen Schrei wurde in 50 anderen Filmen wieder irgendwo als Soundmaterial eingesetzt. Vielleicht müssen wir ja auch irgendwo mal ein Audiomaterial bieten. Ah, da brauchst du nicht schreien, da haben wir eh noch was im Archiv. Unsere Lacher. Wilhelm-Schrei heißt er. Die Verwendung des Klanges im Film Die Teufelsbrigade hieß dieser Film. Keine Klippe, entschuldige, die Klippe habe ich verwechselt, daher kommt das Wort Cliffhanger. Ah, ja. Das war nämlich literally anscheinend mal auf dem Ende einer Staffel einer Serie, dass einer von der Klippe runterfiel oder an der Klippe stand oder so. Und deswegen heißt das jetzt noch immer Cliffhanger. Cliffhanger, ja. Aber der Wilhelmsschrei kam in einem Film vor, als er von einem Alligator gefressen wird und dann diesen Schrei ausstößt.
und wird in anderen Filmen wieder vorkommen, wie zum Beispiel Toy Story, Der Herr der Ringe, Die Simpsons, Star Wars. Also es ist eine Art Running Gag geworden und da, geil, es gibt's, ich glaube, da gibt es sogar YouTube-Videos und also quasi so Samples, wo so dieser Schrei vorkommt und wo der überall of eingesetzt wird. Ja, ja. Aus dem Jahre 51 sogar. Ich dachte, dass es aus den 70ern ist. Die Teufelsbrigade hieß der Film. Da ist der Schrei zum ersten Mal aufgetaucht und der wird immer wieder eingesetzt. Ach, das ist ja cool. Na gut, dann würde ich sagen, ach so, vielleicht noch eine Überleitung bauen. Die Begum Samru hat uns ja viele Möglichkeiten geboten, Unterhaltungsthemen bereitzustellen für den zweiten Teil dieser Folge. Auch eher nicht so schöne Möglichkeiten, aber ich dachte mir, für die 10. Folge machen wir jetzt mal nicht irgendwie was dramatisch Schlimmes und reden einfach grundsätzlich, wie das denn heute so ist, wenn Frauen ins Militär gehen können oder müssen. Das ist ein schönes Thema. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Bitte, nicht schon wieder Feminismus. Ja, Stefan, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, dass dieses Thema irgendwie für mich in der Recherchearbeit irgendwie, also es gibt irgendwie so zwei Seiten der Medaille, weil natürlich einerseits interessiert mich das schon auch, wie das jetzt ist mit Frauen im Militär, mit Frauen im Kriegsdienst sozusagen und vor allem auch, wie das bei uns aussieht, aber... Also das ist irgendwie einerseits diese feministische Seite, okay, wie hoch ist wo der Frauenanteil, aber andererseits bin ich ja trotzdem nach wie vor Pazifistin und man fragt sich dann irgendwie natürlich auch so, warum, wieso, überhaupt und so weiter und so fort. Das ist irgendwie einerseits möchte man sich selbst dem Thema ein bisschen entziehen auf eine Art und Weise, aber auf der anderen Seite, Feminismus bedeutet ja einfach nichts anderes als... Übrigens, Frauen sind auch Menschen und genau, und Chancengleichheit. Eine Form von Chancengleichheit. Und das, ja, vielleicht beginnen wir einfach gleich bei dem Thema Gleichberechtigung für Männer und Frauen, denn in Österreich ist es ja nach wie vor so, dass es eine Wehrpflicht gibt, aber nur für Männer. Ja, genau. Und das ist so, dass seit 1998 Frauen auch zum Militär dürfen oder können, freiwillig, ja. Aber es gibt halt eben keine Wehrpflicht für Frauen. Und dementsprechend klein ist halt auch immer noch der Anteil von Frauen beim österreichischen Bundesheer. Ja, der Anteil liegt bei unter 3% wahrscheinlich. Das letzte Mal wurde, glaube ich, 2017 eine Studie durchgeführt. Es gab ja mal eine Volksbefragung, eine Volksabstimmung, glaube ich sogar, ob man eine Wehrpflicht grundsätzlich abschaffen soll oder nicht. Und da war der Anteil von jungen Menschen, die gewählt hatten, sehr klein. Und dann hat Österreich dafür gewählt, dass sie den Wehrdienst beibehalten wollen, dass sie meinen, die Bundesheerler werden nach wie vor gebraucht. Die BundesheerlerInnen sind uns geblieben. Ich weiß nicht, ich dachte mir damals schon, dass ich das nicht als gerecht empfunden habe, dass es diese Pflicht nach wie vor nur für Männer gibt. Ja, ich finde es tatsächlich auch nicht gerecht. Also mir geht es ähnlich. Mir ging es auch bei der Recherche zu dem Thema jetzt irgendwie ähnlich, dass ich so gemerkt habe, irgendwas sträubt sich auch in mir, da jetzt groß bei Bundesheer und bei Militär und so groß mich da jetzt irgendwie einzulassen auf das Thema. Natürlich ist es aber so, dass es halt eben die Chancengleichheit geben muss, dass es die Möglichkeit geben sollte, für Frauen zum Bundesheer zu gehen oder wie das in anderen Ländern anders heißt. Tatsächlich ist es aber eine Ungerechtigkeit, dass Männer ein Jahr etwas leisten müssen, was die wenigsten wirklich wollen. Es gibt ja die Möglichkeit, auch für Männer dann noch freiwillig länger zum Bundesheer zu gehen, so sollen die machen. Aber Großteil der Männer haben ihre Bundesheerzeit ja auch gehasst, irgendwie die wildesten Geschichten. Wenn du mal irgendwie Männer, egal welchen Alters, mal irgendwie nach 3 Bieren aufs Bundesheer ansprichst, dann kommen da Geschichten ohne Ende, dann wird die Nacht lang, ja. Ich höre immer den Begriff Beschäftigungstherapie. Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken? Es ist nach wie vor einfach die Tatsache, dass Frauen das nicht tun müssen, finde ich nach wie vor ungerecht. Und das ist jetzt meine ganz private, persönliche, subjektive Meinung, wäre, dass man keine
Wehrpflicht mehr in Österreich vorschreiben sollte. Ja, ja. Aber was ich gut fände nach wie vor, wäre ein soziales Jahr, ja, das ist für ja, Männer und Frauen. Ja, das ist ja auch gerade in Deutschland, steht das zur Diskussion, jetzt allerdings auch schon seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren wurde in Deutschland die Wehrpflicht abgeschafft. Und da gibt es die Buftis, eine der schönsten Abkürzungen überhaupt. Es gibt einen verpflichteten Wehrdienst auch für Frauen in einigen Ländern auf der Welt. Nicht sehr viele, aber es gibt sie. Ja, genau. Also Wehrpflicht gibt es unter anderem zum Beispiel in Bolivien, in China, in Eritrea, in Israel, in Nordkorea auch. Norwegen, Schweden sind auch dabei. Sudan das hat mich gewundert. Tschad. Ja, ich fand auch, also es sind, ja, stimmt, und im Tschad. Ja, ja. Ich dachte mir auch, es sind also entweder halt Länder, wo es wirklich immer wieder zu militärischen Krisen auch kommt oder wo Militär irgendwie recht präsent und groß ist. Es sind aber also mit von Norwegen Israel und Schweden, und Nordkorea wusste ich das, da wusste ich Bescheid, dass dort die Frauen eben auch in den Wehrdienst müssen. Ja, ich glaube von China wusste ich es auch. Ja, da wundert es einen irgendwie auch nicht, aber von Schweden und Norwegen hatte ich zum Beispiel da, keine Ahnung, genau, dass da die Frauen auch hin. Da hatte ich auch keine Ahnung, beziehungsweise, also eben, ich hatte den Eindruck, es sind halt entweder Länder, wo eben Militär sowieso präsent ist oder Länder, die halt besonders gleichberechtigt sind. Also in Norwegen und Schweden, das ist ja, was Quoten angeht, was gleiche Bezahlung angeht, einfach was wirklich Gleichberechtigung auf allen gesellschaftlichen Ebenen angeht, sind das ja Länder, die sehr weit sind. Und wahrscheinlich ist es dann natürlich schon die logische Folge, wenn ich sage, ich habe aber ein Militär, dass dann Frauen nicht einfach so davon ausgenommen werden. Ich glaube, es hat irgendwie auch was mit der Kultur und, ja, doch mit der Kultur und dem Bezug zur Waffe und dem Bezug zum Kampfeinsatz an sich, nicht nur als Person, sondern als Land zu tun. Mhm. Also worauf ich hinaus will, ist, wo man eben wieder ein bisschen wieder mitbekommt, wie es dann doch so anders ist in Amerika zum Beispiel, in den Vereinigten Staaten. Davon haben wir einfach sehr viel Zugriff und davon können wir auch sehr viel Dokumentationen uns ansehen. Sondern eben, weil das auch eine Sprache ist, die ich gut verstehen kann und wo ich das Gefühl habe, ich habe zumindest einen kulturellen Bezug dazu. Weil einfach, also es ist ja auch the Gun Country, also das Second Amendment, glaube ich, da steht das ja quasi noch in der Unabhängigkeitserklärung und in We the People, diesem unheimlich wertvollen Dokument für die AmerikanerInnen, steht, ich glaube, als erster Punkt die Meinungsfreiheit und als zweiter Punkt die Freiheit, eine Waffe zu tragen. Also es ist dort ganz fest verankert in deren eigenen Leben, was es bedeutet, wenn du eine Waffe trägst und was es bedeutet, wenn du keine Waffe trägst. Und dazu dann eben auch, wie es einer Frau geht, eine Waffe zu haben oder nicht zu haben. Es sind ja doch eher wieder mal die Unterzahl, dass Frauen die WaffenträgerInnen sind. Ja. Aber da haben wir ja auch einen Artikel dazu gefunden, wo sich wohl auch herausstellte, dass Frauen im amerikanischen Militär als Beweggrund oft angeben, weil sie sich eben eine Art Selbstverteidigungsmechanismus aneignen möchten oder eine Art von ich möchte mich gegen Männer wehren können, eben vielleicht auch ob negative Erfahrungen. Und dass aber dann eben auch überdurchschnittlich viele Frauen im amerikanischen Militär von Männern sexuelle Übergriffe erlebt hatten und auch Vergewaltigungen. Ja, weil es wohl doch ein sehr sexistisches Umfeld sein soll. Ja, und ich weiß nicht, wie es jetzt in Österreich ist, aber in Amerika dürfte das nach wie vor der Fall sein, ja. Der ist schon aus den 80er Jahren, ja. Mhm. Weiß nicht, wie das jetzt heute ist, aber auf jeden Fall, das sind halt sehr erschreckend hohe Zahlen. Ne? In Amerika ist es aber eben auf jeden Fall auch so, dass abgesehen davon, dass da jeder private Mensch irgendwie sich das Recht, eine Waffe zu tragen, dass das jeden da irgendwie sehr wichtig und jeder sehr wichtig zu sein scheint mit verschiedenen Argumenten von Selbstverteidigung und so, ist das natürlich auch ein Land, wo dieser Veteranenkult und was das bedeutet, einen Sohn, eine Tochter beim Militär zu haben, das ist ja mit einem ganz anderen patriotischen Ehrgefühl verbunden, mit einem Stolz, dass da jemand aus der Familie für das Land sich einsetzt. Das ist ja auch nochmal kulturell ganz anders verankert als bei uns. Bei uns ist jetzt niemand stolz, wenn der Bub beim
Bundeswehr ist. Ja. Genau. Ja, darauf wollte ich eben hinaus, dass das einfach eine ganz andere, also dass es ja auch eine kulturelle Frage ist, ja. Wenn Frauen in Israel jetzt beispielsweise zum Militär gehen, was das jetzt zum Beispiel für einen anderen Beweggrund hat. Und weil du gerade Israel noch gesagt hast, in Israel gibt es ja die Wehrpflicht für Männer und für Frauen und auch die Wehrpflicht für Frauen schon wirklich seit Anbeginn, also seit der Gründung des Staates Israel. Mhm. Das war 1948 und eben das ist nicht nur ein freiwilliges, man kann zum Militär gehen, sondern es ist eine Wehrpflicht. Auch wenn sich die in Details dann schon auch von der Wehrpflicht der Männer unterscheidet. Mhm. Es gibt die Möglichkeit in Israel, sowohl für Männer als auch für Frauen, aus religiösen Gründen vom Dienst befreit zu werden, was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem im Militärapparat oder administrativ dann da weiter irgendwie mit dabei ist, ja, oder sich halt anders mhm. einbringt, weil man jetzt sagt, aus religiösen Gründen kann ich keine Waffe in die Hand nehmen. Ja. Mhm. Es ist so, dass Frauen 2 Jahre, die haben ja auch so arge lange Zeiten, wie lange man Wehrdienstzeiten, ja. wie lange man dienen muss. Ja. Frauen müssen unter Anführungszeichen nur 2 Jahre dienen, Männer müssen 3 Jahre dienen. Na servus. Mhm. Männer und Frauen werden beim Militär in Israel allerdings auch unterschiedlich bezahlt, das kann man auch nochmal dazu sagen. Und immer wieder mussten dann Bereiche von Frauen dann auch wirklich eingeklagt. Zum Beispiel, dass Frauen auch zur Luftwaffe dürfen oder so, das wurde dann auch erst im Laufe der Zeit dann von Frauen eingeklagt. Ja, weißt du, was mir gerade kommt? Das wird sicher auch damit zu tun haben, weil direkt, also wirklich so nach der Gründung Israels, wo du sagst, wo das mit der Wehrpflicht ja angefangen hat, die sind ja sofort wieder im Krieg gestanden. Da war ja gleich sofort der erste Palästinenserkrieg. Ja, genau. Also musste immer halt irgendwie... Das war sicher auch mit Entscheidungsgrund, dass du einfach genügend Mann und Frau hattest. Ja, also es ging immer irgendwie darum, dass Staatsgebiet zu verteidigen oder halt auch einfach so für die Anerkennung des Staates überhaupt zu kämpfen, weil er ja von vielen Seiten von außen angegriffen wurde und angefeindet wurde. Israel ist, wie gesagt, nur eines der vielen Länder, das eine Wehrpflicht für Frauen darstellt, wo eben Frauen wohl auch wirklich in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten im Militär nach wie vor eingesetzt werden. In Einsatzgebieten eingesetzt werden war jetzt kein sehr schöner Satz, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Und ja, bei den ÖsterreicherInnen ist es ein wesentlich kleinerer Anteil, eben weil es keine Pflicht ist, sondern weil es eine Möglichkeit ist, Frauen zum Bundesheer dazu zu holen. Und da gab es ja auch vor nicht allzu langer Zeit diesen umstrittenen Werbeblock, wie das Bundesheer versuchte, ein paar Frauen anzuwerben und zu sich zu holen, weil es eben keine 3% sind, glaube ich, nach wie vor. Ja. Die ÖsterreicherInnen können sich erinnern an diese Plakate, wo drauf stand, Karriere mit BH. Genau, ein lustiger Wortwitz. Ja. Weil ja nicht nur BH-Büstenhalter, sondern auch Bundesheer heißt. Mansplaining. Dann checkt man das auch. Jetzt macht Stefanie schon unser Mansplaining. Ja, irgendjemand muss hier ja mal mansplainen, wenn hier kein Mann anwesend ist. Das ging nach hinten los, würde ich mal sagen, diese Werbekampagne, ja. War in Kombination mit dem Girls' Day, wo es eben speziell darum ging, Frauen anzusprechen und die einen Tag lang irgendwie denen auch zu zeigen, wie der Alltag im Bundesheer dann ist, aber kam nicht so gut an. Man hat sich aber auch offiziell sehr vehement dann davon distanziert und gesagt, dass man das am liebsten rückgängig machen möchte. Und es gab eine Reaktion wohl drauf, aber es gab wohl davor einfach auch einen großen Druck, dass eine Reaktion dazu kommt. Es wurden ja auch andere Aktionen versucht und andere Hebel in Bewegung gesetzt, um mehr Frauen für das Bundesheer zu rekrutieren. Nicht nur Werbekampagnen, sondern Doskozil hat ja auch dann quasi versucht, die Aufnahmeprüfungen für Frauen ein bisschen
unter Anführungszeichen leichter zu machen. Also es wurden dann nicht genau die gleichen Dinge verlangt wie bei Männern. Mhm. Ich glaube, es sind 8 Liegestütze für Frauen, oder? Und 15 für Männer oder so. Beim Polizeidienst ist es ähnlich, da müssen Frauen körperlich nicht ganz so viel leisten wie Männer. Jedoch sind ja andere körperliche Voraussetzungen teils da und ich bewege mich jetzt gerade auf ein ganz gefährliches Terrain, weil wir jetzt wieder bei biologischen Geschlechtern gelandet sind und viele das irgendwo auch als unfair empfinden, wenn eine Polizistin weniger zur Aufnahmeprüfung leisten muss oder sportlich leisten muss als ein Mann, weil sie sich halt denken, ja okay, wenn jetzt wirklich, wenn ich schnell sein muss oder wenn ich sportlich was bringen muss, dann ist es dem Fliehenden ja egal, ob ihm ein Mann oder eine Frau hinterherläuft. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich weiß nicht, wie der Alltag von PolizistInnen jetzt wirklich, ob der jetzt wirklich so aussieht, dass man jetzt jeden Tag irgendwie sportliche Leistungen erbringen muss oder sonstiges. Also beim Militär ist es ja auch so, dass Doskozil das eben auch erweitert hat, was ich jetzt prinzipiell eine okaye Lösung finde, weil sie Männer wie Frauen betrifft, dass zum Beispiel bei den einzelnen Leistungen, die bei der Eignung, die nicht erbracht werden können, dass es da die Möglichkeit gibt, gezielt die nächsten 6, also trotzdem aufgenommen zu werden, 6 Monate in die Richtung auch einfach zu trainieren und solche Leistungen nachzubringen. Das gilt für Männer wie für Frauen. Das finde ich eigentlich sinnvoll, weil warum sollte man jetzt irgendwie vorher alles groß schon können. Ja, auch bei der Polizei. Ich meine, ich denke mir dann halt auch so, ja, natürlich. Ja, es ist bei einer Verfolgungsjagd müssen dann die PolizistInnen einfach sportlicher sein als die zu Verfolgende. Ja. Aber ich frage, also, ob das jetzt ein Unterschied ist, was dann irgendwie 8 versus 15 Liegestütz oder so einen Unterschied machen sollen. Mhm. Ja. Macht das Kraut dann, glaube ich, auch nicht mehr fett, oder? Und ich sollte ja auch beim Beruf, du stehst ja quasi als Polizist im Dienst des Volkes. Ja. Das heißt, eigentlich sollte ja auch ein großes Augenmerk darauf hingesetzt werden, über wie kann ich Menschen beruhigen, wie kann ich eine Verhandlungsbasis schaffen, wie kann ich Konfliktmanagement, also diese ganzen Tätigkeiten sollten doch irgendwie ein größeres Augenmerk beinhalten es ist nicht so einfach, also ich glaube, es erfordert ja auch viel Mut, sich in so einem Berufsfeld zu geben, also ich habe hohen Respekt davor und auch einen umso höheren Respekt, wenn eine Frau sich dazu entscheidet, in so einem Berufsfeld zu wagen, sage ich jetzt mal. Und Stefanie und ich haben uns zuvor auch ein kurzes Video angesehen über eine Schweizer Offizierin? Offizierin oder Militärsangestellte oder sie eine junge Frau, die beim Schweizer Militär arbeitet. Und die eben auch angibt oder zumindest für YouTube, für den SRF angibt, warum sie sich entschieden hat, zum Militär zu gehen. Und sie meinte, das gibt es eben auch ganz, ganz viele Vorurteile und sie empfindet ihr Arbeitsumfeld jetzt nicht unbedingt als sexistisch und sie empfindet auch nicht, dass sie fehl am Platz ist oder dass sie jetzt irgendwie ein Männergefüge durchbrechen würde. Und was ich irgendwie auch interessant gefunden hatte, ist, dass sie gemeint hat, dass eines der größten Vorurteile, das sie zu hören bekommt, ist, dass Frauen, die zum Militär gehen, alles Kampflesben sind. Ja, und auch ganz viele Vorurteile, die sie da irgendwie erwähnt hat, ist eben, dass man als Frau dorthin geht, um große Auswahl an Männern zu haben, dass es nur um Sex geht, dass Frauen beim Militär alle durchgevögelt werden. So, das sind wohl auch Sachen, mit denen sie sich auseinandersetzen muss, weil die von außen an sie herangetragen werden, solche Vorurteile. Das ist natürlich auch krass, weil dann braucht man auch jetzt nicht irgendwie über Sexismus im Bundesheer reden, wenn das irgendwie das sexistische Bild von außen einfach auch kommt. Ne? Das stimmt absolut. Also es ist irgendwie, es wird sofort in eine sexualisierte Richtung gebracht, wenn Vorurteile da sind.
Aber um die Frage zu beantworten, warum die sich dazu entschieden hat, zum Bundesheer zu gehen, war eine Entscheidung für ihre eigene persönliche Entwicklung. Und, ja. Weil sie meinte, das ist eine Form von Charakterstärke, die sie sich dadurch erwerben wollte. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein sehr löblicher Grund, einen Beruf zu ergreifen. Ja. Es ist auch sicherlich kein einfacher Beruf, das sagt sie halt auch. Ne? Es ist körperlich anstrengend, es ist geistig anstrengend, es sind lange Tage. Also es ist jetzt auch nichts... Ja. Also es ist halt auch eine Entscheidung einfach, ja, die jetzt nicht, weil sie so leicht und locker und lustig ist, getroffen wird. Ne? Nein, es sind definitiv starke Frauen, die so einen Beruf auch eingehen wollen. Die ist lernend, finde ich super. Ganz nach Bollywood-Art und Weise, inspiriert vom Leben von Begum Samru, werden wir auch diese Folge wieder tanzend ausgehen lassen. Vorher wird die liebe Stefanie, wenn sie so lieb ist, uns noch mal kurz ein paar Hinweise geben, zu wie man uns am besten kontaktieren kann. Aber gerne, liebe Vero. man erreicht uns unter anderem per Mail unter info@vibesbilder-podcast.com. Unter der Adresse freuen wir uns über Feedback und über eure Gedanken zur Folge, zu dem ganzen Podcast. Es gibt auch die Möglichkeit, uns einzeln anzuschreiben. Wenn ihr zum Beispiel Hinweise zu spannenden Frauenbiografien habt, dann könnt ihr entweder der lieben Vero schreiben unter vero@vibesbilder-podcast.com oder ihr könnt auch mir schreiben unter stephanie@vibesbilder-podcast.com. Genau, dann gibt es noch die Möglichkeit, unserem Instagram-Kanal zu folgen. Dieser lautet vibesbilder.podcast. Dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Folgen über Spotify, wenn ihr uns dort zuhört und uns dort abonniert. Und natürlich auch auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch direkt eine Bewertung hinterlassen könnt. Da haben wir bisher übrigens auch schon sehr, sehr nette Bewertungen bekommen zu manchen Folgen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, hat sich Stefanie sehr gefreut. Wir haben uns sehr gefreut. Wir freuen uns über jedes Feedback. Inspiriert von Bollywood wird sich sicher auch ein Song finden lassen, den ich auf unsere neue Bitches and Queens Playlist schmeißen kann. Also alle, die diese Playlist noch nicht kennen, die ist auf Spotify zu finden, nennt sich Bitches, Leerzeichen, Unzeichen, Leerzeichen, Queens, Bitches and Queens. Und das ist schon ein wilder, bunter Mix aus allen Ländern und Kulturen. Und das heißt, ich kann diesmal wieder einen Song beisteuern. Ja, und wir sind natürlich nach wie vor auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu finden. Ja, so ist es. Genau. Wie vorhin angekündigt, wird jetzt gedanced bis zum geht nicht mehr. Wow, es sind 10 Folgen. Oh my God. That's so crazy. Can you even believe it? I can't even. That is totes amazing. Ich mache jetzt weiter, bis du mich unterbrichst. Achso, ich warte, bis wir endlich jetzt unseren Gesangeseinsatz gemeinsam machen können. Okay, let's do it. Oh my God, let's count to three. Okay. Ready? Steady. One, two, three, jump! Yay!